Hallo Leute, wir haben uns was Kleines für euch überlegt, und zwar dadurch, dass bei uns dieses Jahr ja doch ziemlich viel am Laufen ist und wir bis zum gewissen Grad uns selbst sehr schwer tun, den Überblick zu bewahren, haben wir uns gedacht, wir werden euch regelmäßig kleine Updates geben, kleine Episoden, damit wir euch natürlich zeigen und mitnehmen auf unserem Weg und allem, was dieses Jahr noch so ansteht. So, ich glaube, ich würde mal anfangen. Die erste Bombe, die wir mit euch teilen, die wir sozusagen platzen lassen, ist, ich denke, wenn ihr uns folgt und unsere Geschichte bis jetzt mitverfolgt habt, werdet ihr gesehen haben, dass wir was mit Toyota gemacht haben. Ende letzten Jahres. Eine sehr, sehr coole Geschichte, wie wir finden. Das Ganze wird jetzt ausgeweitet. Das heißt, alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, war ein kleines Häppchen von dem, was noch auf euch wartet. Prinzipiell, ja, wir werden die zwei Bereiche Mobilität und Mode miteinander verschmelzen lassen und eine unendliche Geschichte erzählen gemeinsam mit Toyota. Also kurz auf den Punkt gebracht, die Geschichte geht weiter, the story goes on, und es wird noch einiges auf euch warten dieses Jahr. Simultan zum Toyota-Projekt erwarte ich noch was ganz, ganz Großes. Und so wisst ihr ja von uns, dass wir immer darauf geschaut haben, dass die Produktionsstätten, mit denen wir arbeiten, human sind und Mensch und Umwelt gegenüber fair agieren. Sei es Paris, sei es Bali. Und diesen Umweltgedanken, diesen sozialen Gedanken treiben wir jetzt auf die Spitze. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein Projekt starten und es damit schaffen, Second-Hand-Mode nicht nur tragbar zu machen, sondern wirklich cool zu machen. Wir haben dafür den perfekten Partner gefunden in Österreich. Seid gespannt, wer das ist. Und wir werden euch unter dem Kampagnen-Slogan Make Secondhand Your First Choice in den nächsten Monaten präsentieren, wie man es schaffen kann, Secondhand-Mode richtig cool werden zu lassen. Alle guten Dinge sind drei, und Ende des Jahres ist auch wieder die Fashion Week, die Wiener Fashion Week, wo wir vertreten sind mit neuen Partnern und neuer Community, mit neuen Projekten, würde ich sagen. Und wo wir das alles einbinden werden und präsentieren werden. Ja, im Prinzip trifft es das eigentlich eh auf den Punkt. Also wir wollen euch natürlich nicht langweilen. Also was letztlich vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass wir jetzt regelmäßig so kleine Updates machen, das Ganze natürlich euch leichter machen, uns zu verfolgen und einfach den Überblick zu bewahren, weil ich spreche, glaube ich, jetzt für uns alle drei. Wir tun uns selbst sehr schwer, weil wir sehr viel gleichzeitig machen. Und da den Fokus zu behalten, ist sicher nicht ganz leicht. Und ihr, ohne euch hätten wir das sicherlich nicht so umsetzen können. Deswegen wollen wir euch etwas zurückgeben, und ihr seid unsere Community, ihr seid unser Kern, und ohne euch wären wir nicht da, wo wir heute sind, und wir freuen uns, euch weiterhin auf unserer Reise mitzunehmen. Absolut. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. So Leute, wie ihr schon gesagt habt, wird das Trio-Team erweitert, und der erste Auserwählte, den wir im Zuge unseres Prozesses gefunden haben, ist dieser Mann hier neben mir, Philboy, und unser René wird euch jetzt ein bisschen was zu Philboy sagen. Beziehungsweise ich frage dich einfach mal, wer du bist, was du tust und wie lange dein Kanal schon existiert. Also ich bin der Philipp, heiße auf YouTube Philboy und bin 14 Jahre alt, wurde in Wien geboren und mache mittlerweile schon seit 4 Jahren YouTube, filme und drehe ich aber erst seit 2 Jahren ungefähr. Und es ist einfach mein Life, ich liebe es und mir macht es mega viel Spaß, Sachen zu schneiden und mit vielen Leuten coole Dinge zu kreieren. Würdest du sagen, dass du deinen Traum lebst? Definitiv, noch nicht auf der Höhe, wo ich ihn später mal haben will, aber die Ansätze stehen auf jeden Fall schon. Ich freue mich auf alle Fälle, dich in unserem Team zu begrüßen. Ich freue mich noch viel mehr. Ich bin für alle gespannt, wenn was kommt. So, jetzt wisst ihr natürlich, was dieses Jahr bei uns ansteht. Unter anderem deswegen haben wir unser Bewerbungsverfahren in die Wege geleitet, das heißt unser Suchprozess. Wir suchen, haben aktuell nach Verstärkung gesucht in unserem Team. Es sind sehr viele Projekte, die anstehen, das heißt, wir können nicht alles alleine machen, wollen auch nichts, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Viele von euch haben uns geschrieben, noch viel mehr haben wahrscheinlich schon mit dem Gedanken gespielt, bei uns mit einzusteigen und irgendwie mitzugestalten. Viele von euch haben schon Post von uns erhalten, Antworten, manche noch nicht. Es sei euch versichert, jeder von euch wird eine Antwort bekommen. Das Ganze hat sich ein bisschen gezogen aufgrund der Tatsache, dass wir relativ busy sind. Und ja, wir werden euch diese Leute sukzessive Schritt für Schritt vorstellen. Seid gespannt, weil wir erweitern unsere Family und wir sind stolz drauf und freuen uns eigentlich schon auf das gemeinsame Schaffen.